Natürlich wollte ich mich von ihm trennen. Wer bin ich denn? Soll ich ihm etwa nachlaufen, nachdem er mir sogar durch Gerichtsbeschluss jede Annäherung hat untersagen lassen? Darum bin ich auch in Urlaub gefahren, weg von ihm. Obwohl, ich wusste schon, dass er es niemals ernst gemeint haben konnte. Aber dann saß ich da alleine an der spanischen Küste des Lichts, ohne dass mir ein solches aufgegangen wäre. Und schon nach dem ersten Abendessen im Hotel hatte ich genug von den ergrauten Managertypen mit ihren Drittfrauen, jenen langhaarigen Blondinen mit dem rasanten Hüftschwung, die selbst beim Gang zum kalten Buffet nicht vergaßen, ihre heiße Liebe zum Sugar Daddy dadurch zu beweisen, dass sie mir ihren Arm um die breiten Hüften legten. Manchmal gab es vor dem Hummersalat auch ein flüchtiges Küsschen für ihn auf die Wange und er fühlte sich wieder jung. Der Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels lässt jeden Big Spender alterslos erscheinen. Wohlgemerkt ihn, nicht seine Begleiterin. Für die gilt auch heute immer noch das abgewandelte Motto aus wild bewegten Studentenzeiten: Trau keiner über 30. Ich aber saß allein da, das Verfallsdatum aus männlicher Sicht bereits überschritten. Der einzige Kerl, der sich zu mir herabließ, trug eine Kellneruniform und wartete auf ein üppiges Trinkgeld. Alleinreisende Frauen sind großzügig, heißt es. Das gilt nicht für mich. Selbst wenn ich es gewollt hätte, die beständige Pirsch auf den Spuren des großen Dirigenten, hatten meine Ersparnisse praktisch aufgezehrt. Ich will ganz ehrlich sein. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte mich so ein lächerlicher Amtsrichter bestimmt nicht in die Schranken weisen können. Aber wenn bei jeder Zuwiderhandlung, was für ein Wort, schon ein Bußgeld von 50.000 Euro droht, zieht man sich doch besser zurück. Zumal, wenn es wie in meinem Fall ja nicht von Dauer sein muss. Ich habe genau gesehen, wie Alexander mir zugelächelt hat. Nur mit den Augen, damit es sonst niemandem auffallen konnte. Es war ja auch nur für mich bestimmt. Und nun, er in Dortmund und ich in Andalusien. Was sollte ich hier? Es schien ja nicht einmal die Sonne. Also stieg ich lieber sofort in einen Flieger, denn Dortmund hat ja praktischerweise einen Flughafen. Ich quartierte mich in einem 3-Sterne-City-Hotel ein. Natürlich war es nicht das Hilton, aber durchaus komfortabel. Ich war jedenfalls ganz zufrieden, bis ich am nächsten Morgen im Frühstücksraum die Zeitung aufschlug. Da las ich es, schwarz auf weiß. Er betrog mich. Und ich, dumme Kuh, hatte mir schon eine Premierenkarte gekauft. Schließlich wusste ich ja, dass er in Dortmund Vincenzo Bellinis Konzertante Oper dirigieren sollte. Schon in der Hamburger Morgenpost hatte ich gelesen, dass er Hamburg verlassen und einem Ruf ins Revier folgen würde. Ich dachte mir nichts dabei. Aber nun meldeten die Dortmunder Lokalzeitungen, eine davon sogar sechsspaltig, einen ganz anderen Hintergrund. Schon der Titel. Die Norma, eine Rolle fürs Leben wie für die Bühne. Und da stand es dann. Unter der musikalischen Leitung des bekannten Dirigenten Alexander Müngsdorf wird die Sopranistin Norma van Bremen in Dortmund die Titelrolle in Bellinis Oper singen. Die beiden arbeiteten bereits vor Jahren schon einmal in Hamburg zusammen und haben sich hier in Dortmund zufällig wieder getroffen. Sie freuten sich auf die neuerliche Zusammenarbeit, verrieten sie unserem Reporter bei ihrem gemeinsamen Frühstück im Hotel am Hohen Wall, fußläufig zum Opernhaus, wo kürzlich erst noch Mario Adorf abgestiegen war. Und Alexander Müngsdorf versicherte lächelnd, er sei ausgesprochen gespannt, wie sich Norma in der Rolle der Norma machen werde. Zufällig wieder getroffen? Dass ich nicht lache. Mir ließ er jegliche Annäherung gerichtlich untersagen, nur um mit ihr ungestört in der Luderliga spielen zu können. Ich nahm mir fest vor, umgehend dafür zu sorgen, dass schon zur Premiere die zweite Besetzung ihre Chance bekommen würde. Glücklicherweise komme ich aus Hamburg. Da kann sich jede unbedarfte grüne Witwe auf dem Kiez einen Ballermann besorgen. Nur so, für alle Fälle. Meiner hatte zwar nur ein Kaliber von 9 mm, aber dafür war er schön handlich. Es muss ja nicht immer gleich eine Magnum 45 sein. Jedenfalls blieb es ein Verdienst meiner norddeutschen Herkunft, jederzeit sozusagen mein Eisen im Feuer haben zu können. Aber trotz dieser hanseatischen Aufrüstung
mir musste etwas einfallen, und zwar noch vor der Premiere. Wenn Norma nicht mehr im Rampenlicht oder besser noch nirgendwo mehr stehen würde, würde alles wie damals werden, als Alexander mir in Hamburg ein Autogramm gab und mich dabei so zärtlich anlächelte. Was soll ich schreiben, meine Liebe? Hatte er gefragt. Seine Liebe. Ja, das war ich in diesem Augenblick geworden. Und ich beabsichtigte hier nicht, das zu ändern. Kein Gericht der Welt könnte mich dazu zwingen. Eine Stalkerin, so hatten sie mich genannt. So ein Unsinn. Was ist das überhaupt? Sie haben ja nicht mal einmal ein deutsches Wort dafür finden können. An der Treppe vom Hauptbahnhof in die City lugerten ein paar Protestler mit Transparenten herum. Sie demonstrierten gegen den braunen Spuk in Dortmund. Dortmunds Nimbus als Kulturhauptstadt sei in Gefahr. Deren Sorgen möchte ich haben. Einer der Kulturfreaks versuchte sofort, mich für eine Mahnwache zu gewinnen, die irgendwo stattfinden sollte. Wir dürfen nicht aufgeben, salbaderte er. Schauen Sie, sogar Frau von Bremen, unser Gaststar der Oper, hat sich zu uns gesellt. Wir brauchen prominente Mitstreiter. Was wollte er mir wohl damit sagen? Dass ich auch prominent sei? Schwachsinn. Ich würdigte die großformatigen Fotos vom Aufmarsch Rechtsradikaler keines Blickes mehr. Nur Norma interessierte mich noch. Fast hätte ich sie nicht erkannt, so in Jeans und ganz ohne Schminke. Ich pirschte mich vor bis zum Stand, an dem um Unterzeichner gegen Neonazi-Umtriebe in Dortmund geworben wurde. Und da traf ich auf sie. Du meine Güte, ich kenne sie doch von irgendwoher, flötete ich zuckersüß in Normas Richtung. Klar, jetzt weiß ich's, ich habe ihr Bild in der Zeitung gesehen. Sie sind doch die Freundin dieses Stardirigenten. Norma van Bremen reagierte eher säuerlich. Herr Müngsdorf und ich sind nur Kollegen. Schließlich singe ich die Titelrolle, da tauscht man sich eben mal aus. Die falsche Schlange. Aber ich, stotterte ich gekonnt, Entschuldigung, ich dachte nur, weil Sie doch gemeinsam im Hotel beim Frühstück... Ach so, das Interview, dazu haben wir uns verabredet. Wir frühstücken schließlich nicht jeden Morgen zusammen, obwohl wir tatsächlich im selben Hotel wohnen. Ja, muss toll sein, da logieren zu können, schwärmte ich, und diese Begeisterung war nicht einmal vorgetäuscht. Die falsche Schlange zuckte nur großspurig mit den Schultern. Naja, es ist eben komfortabel und so nah am Opernhaus, da bietet es sich einfach an. Ich fühlte in der Tasche nach meinem kleinen Freund. Es beruhigte mich, die Hand um den kühlen Lauf der Pistole zu legen. Das gab mir so eine Gewissheit, dass diese Schlampe meinen armen Alexander nicht bald nicht mehr belästigen würde. Sie musste weg, basta. Fragte sich nur, wie das so schnell zu bewerkstelligen war. Schließlich konnte ich meinen Job schlecht coram publico auf der Bahnhofstreppe erledigen. Wie wär's, fragte ich stattdessen scheinheilig, möchten Sie nicht bei der geplanten Mahnwache singen, quasi als Solidarbeitrag? Ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber damit einverstanden wäre. Als Künstler kann man es sich nur leisten, privat zu sein, wenn man freiberuflich tätig ist. Im Rahmen eines festen Engagements hat man gewisse Regeln zu beachten. Zögerte sie. Okay. Das leuchtet mir ein, heuchelte ich Verständnis. Wie wär's dann aber, wenn Sie mich heute Abend ganz inkognito in die Nordstadt begleiten? Im Depot an der Immermannstraße ist eine Solidaritätsveranstaltung. Da wären Sie sozusagen out of records. Haben Sie Lust? Ich hatte die Veranstaltung soeben erfunden und überhaupt keinen konkreten Plan, aber es schien mir nicht unklug, sie von der City wegzulocken. Und das Ziel konnte keineswegs verdächtig wirken. Schließlich hatte ich mir sagen lassen, dass sich Dortmunds alternative Kulturszene immer mal wieder im Depot sozial oder politisch engagiere. Norma van Bremen überlegte nicht lange, sie sagte zu. Wir verabredeten uns für 21 Uhr an der Immermannstraße. Ich wandelte wie auf Wolken. Endlich ein Hoffnungsstimmer. Norma van Bremen hatte nicht einmal nach meinem Namen gefragt. Es dürfte also ein leichtes für mich sein, sie in einen Hinterhalt zu locken und den Rest meinem kleinen, eisernen Freund zu überlassen. Alexander würde niemals erfahren, wem er seine Freiheit verdankte. Auf dem Rückweg in mein Hotel mietete ich mir in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Auto und ließ mir sicherheitshalber von dem Angestellten den Weg zum Gasometer in Oberhausen erklären. Ich erzählte ihm wortreich von einem angeblich dort geplanten Wiedersehen mit einem alten Freund und erkundigte mich vorsichtshalber auch noch nach der Entfernung. Er würde sich sicher später an mich erinnern, falls ich ein Alibi brauchen sollte. Und genau das war der Zweck der Übung.
Eigentlich hatte ich keineswegs beabsichtigt, größere Ausflüge durchs Revier zu unternehmen. Aber schließlich würde ich nach getaner Tat ohne dies noch ziemlich weit durch die Gegend kurven müssen, um die erforderlichen Kilometer auf den Tacho zu bringen. Warum also nicht tatsächlich zum Gasometer fahren? Zu meiner Verabredung mit Norma war ich ausgesprochen pünktlich. Trotzdem lungerte sie bereits auf dem vorgelagerten Parkplatz herum, und das nicht allein. Ich sah sie schon von Weitem. Niemals zuvor ist mir wirklich klar gewesen, was es eigentlich bedeutet, wenn jemand rot sieht. In diesem Augenblick jedoch wurde mir so heiß, als stünde ich im Zentrum der Glut. Brennend stieg es in mir hoch und verstellte mir für einen Augenblick die Sicht. Purpurner Nebel legte sich wie ein Schleier über meine Augen. Ich war unfähig zu klaren Entscheidungen. Immerhin reichte meine Geistesgegenwart glücklicherweise noch so weit, dass es mir gelang, den Wagen rechtzeitig vor einem Laternenpfahl zum Stehen zu bringen. Die Bremsen quietschten, als ich sie ruckartig malträtierte. Norma van Brehm und Alexander Münksdorf schauten erschreckt in meine Richtung. Was wollte der hier? Sie beschützen? Mich treffen? Jedenfalls hat er alles zunichte gemacht. Mir blieb keine Chance mehr, meinen Plan auszuführen. Hass stieg mir gallebitter in die Kehle. Unfähig, klar zu überlegen, sprang ich aus dem Wagen und rannte mit gezogener Waffe auf die beiden zu. Ich glaube, Alexander hat noch meinen Namen gerufen, bevor ihn die Kugel mitten ins Herz traf. Ich hätte sie nicht mehr zurückhalten können. Sie war schon unterwegs. Warum musste er sich auch einmischen? Wie in Zeitlupe sank er zu Boden. Erstarrt wie Lotsweib sah ich dabei zu, als die Wimaku plötzlich zu kreischen begann. Sie sollte verdammt noch einmal still sein, bevor ihre wenig konzertanten Töne die Umgebung aufschrecken konnten, zielte ich diesmal richtig. Bang! Und dann war endlich Ruhe. Herrlich! Eilig stieg ich in meinen Leihwagen und fuhr davon. Weg vom Tatort und auf Nebenstraßen in Richtung Oberhausen. Am Kanal machte ich kurz Halt, schleuderte meine Pistole hinein. Ich brauchte keine Waffe mehr. Sie hatte ihre Schuldigkeit getan. Steig, Verfluchte in das Grab, ruft der Chor am Ende Vincenzo Bellinis Norma zu, bevor sie dem Flammentod übergeben wird. Ein ziemlicher Schmarrn für meinen Geschmack, aber irgendwie doch wie für mich geschrieben. Schließlich ist Alexander Münksdorf tatsächlich wie Pollione seiner Norma in den Tod gefolgt, oder besser gesagt vorausgegangen. Aber darauf kommt es nun wirklich nicht mehr an. Das Leben schreibt sich eben nur zu oft sein eigenes Libretto. Mich würde mein Schicksal zurück nach Norden führen. An der Hamburger Staatsoper gibt es einen traumhaften Tenor. Als ich ihm neulich beim Schlussapplaus eine Rose auf die Bühne geworfen habe, hat er sie aufgehoben und zärtlich an seine Lippen geführt. Das konnte schließlich kein Zufall sein.